Die nun folgende Hörcollage Ball aus den Jahren 1973-74 bildet den zweiten Teil der Fußballtrilogie von Ferdinand Krivet. Thema ist die Sprache des Fußballpublikums. Der Autor leitet sein Hörstück ein. Im wahrsten Doppelsinne des Wortes ist der heutige Abend eine geballte Ladung. Der Sprache des Fußballs gilt mein durchaus engagiertes Interesse. Ich nehme teil am Geschehen Fußball und seine Sprache ist teils meine, teils war sie es, und Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend will ich nicht verleugnen. Indem ich mir praktisch die Sprache des Fußballs zu eigen mache und teils aneigne, wird sie zugleich Objekt meines auch beruflichen Interesses als Schriftsteller. Thema von Modell Fortuna, meinem achten Hörtext, war die Fußballsprache des Kollektivs, die Sprache des massierten Publikums, seine Sprechchöre, Singchöre, Pfiffe, das Raunen, Schreien. Guten Tag, liebe Fußballfreunde. Liebe Fußballfreunde. Freunde müssen sie sein, dann können sie auch gewinnen. 11 Freunde muss man sein, um zu siegen. Kameradschaft und Treue, das ist das Wichtigste. Und nicht das Geld. Geld verdient im Charakter. Kameradschaft im Verein muss sein. Und wenn das nicht ist, dann ist alles Bruch. Die Kameradschaft, die fehlt ein bisschen heute. Die Kameradschaft, die spielt hier die größte Rolle beim Sport, beim Mannschaftssport. Kameradschaft muss unter die Spieler sein, wenn das nicht ist, dann ist kein Zusammenspiel. Kameradschaft und Treue, das ist das Wichtigste. 11 Freunde muss man sein. Kameradschaft und Treue. 11 Freunde. Kameradschaft. 11 Freunde. Und Treue, das ist das Wichtigste. 11 Freunde. Und Treue. 11 Freunde. Und Treue. Freunde und Treue. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch und ein besonderer Gruß unserem heutigen Gast, der Sportgemeinde Eintracht Frankfurt. Ich bin verheiratet mit der Frankfurter Eintracht. Ich kann sie heute nicht im Stich lassen, da muss ich dabei sein. Gell? Das ist für mich schöner wie ein Orgasmus, wenn die Eintracht spielen. Irgendwie hängt man doch daran als Einheimischer. Und der besondere Gruß gilt dem Nordmeister mit seinen Anhängern. Wir sind Europacher Anhänger. Von der Europa Kickers. Eintracht Frankfurt Anhänger. Von Hannover. Anhänger von Wattenscheid 99. Bayern Anhänger. HSV Anhänger. Fortuna Anhänger. Ich bin Anhänger von Schalke. Ich bin ein Anhänger von Werder Bremen und das wäre beschämt, wenn ich kein Anhänger wäre. Ich bin Schalke-Fan, ist doch ganz klar. Ich hänge an Schalke. Wenn mich nur Schalke anspricht, dann könnte ich direkt schon in die Fresse hauen. Ich bin Fanatiker von Robert Eschen. Rot-Weiß-Fan kann ich sagen. Bin schon seit Jahren Rot-Weiß-Fan. Ich bin Fußball-Fan und ist speziell erster Klasse. Ihr seht nämlich nur blau. Also ich bin ein typischer Fanatiker, ja? Das ist alles nur die Fanatiker. Typischer Fanatiker, ja? Typischer Fanatiker, ja? Tatsächlich auch die Bullen, meine ich, ne? Die stehen hier rum und machen Razzia hier, ne? Zum Beispiel gerade war noch Friede hier zwischen Bochum und Schalke. Jetzt kommt die Polizei an und räumt hier auf. Das ist unfair, ne? Und dann kein Wunder, damit hier dann die Aggression hier rund ist. Für die meisten Fans bedeutet es, sich rumzuschlagen. Früher hat es auch keiner geschlagen. Der Fanatismus nimmt mehr zu und das sind Nasen oder Rotzjungen, die keine Ahnung vom Fußball haben, die gehen nur auf den Platz, um zu lernen. Fanatismus wollen wir ganz streichen. Wenn mich nur ein Schalke anspricht, dann könnte ich direkt schon in die Fresse hauen, ja? Wenn Fortuna spielt, dann bin ich immer da. Ja, wo Schalke spielt, bin ich auch. Tja, ich freue mich, wenn die Schalke Jungs sehen. Das ist eine Mannschaft, die spielt einen fairen Fußball, einen guten Fußball. Und deshalb immer toi, 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 Schalke. Schalke ist am Kommen. Schalke kommt! Schalke, Schalke über alles. Hier sind wir Schalke. Schalke ist die Mannschaft, die uns ähnlicht. Wir kommen von Hamburger und bleiben auch bei Schalke. Schalke ist eine Tradition, was schon immer war. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ja, und ich habe, solange ich denken kann, bin ich nur in Schalke gewesen. Ich gehe 22 Jahre schon nach Schalke und ich werde weiterhin hingehen. Ja, ich bin Anhänger von Schalke, nicht wahr, und ich renne da seit 22 Jahren hin und mein Sohn geht auch schon seit dem 4. Lebensjahr mit. Naja, so geht er dem weiter. Der war von klein auf und Fußball. Lebt nur Fußball. Liebe nicht nur zum Sport, sondern zu etwas Besonderem, was man im Leben sucht vielleicht. Ich komme von Gelsenkirchen, da ist Schalke. Schalke ist direkt ein Mythos. Bei uns ist im Sonnabend, wo man sagen, Sonnabend ist eben nur ein Sonnabend, wenn wir nach zum Fußball waren. Speziell nach Schalke. Schalke ist direkt ein Mythos. Sie hängen immer mit Schalke. Schalke ist direkt ein Mythos. Die Mannschaft im Ruhrgebiet und die bleibt es. Warum? Weil das alles Böttjungs sind. Das ist eben hier, die Bergleute, die haben alle hier und überhaupt das ganze Ruhrgebiet ist für Fußball, wegen Schalke schon. Schalke ist ein alter Fußballverein. Hier im Ruhrgebiet ist es man so, wie früher die Bergleute, die haben ganze Woche gearbeitet und Samstag sind sie in der Schalke gegangen. Die Sympathie für Schalke, Schalke ist auch 100%. Toi, 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 Schalke, Schalke über alles. Bevor wir Ihnen die Mannschaftsaufstellungen nennen, gestatten Sie uns, unseren Ehrengästen einen angenehmen Aufenthalt zu wünschen. Gerne begrüßen wir das deutsche Fernsehen, ARD, den Westdeutschen Rundfunk,
und alle erschienenen Journalisten. Wie immer zuvor begrüßen wir auch heute wieder neben zahlreich erschienenen Ehrengästen die Herren des Rates und der Verwaltung. Wenn eine Gemeinde, eine Stadt gut vertreten wird durch seine Fußballmannschaft, so dürfte das auch im politischen Bereich gut ankommen. Fußball hat immer was mit Politik zu tun. Wir brauchen da nur an Berlin zu denken. Dass wir überhaupt die ganzen Berlin-Mannschaft haben, das ist meiner Meinung nach eine reine Politik-Sache. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Das ist schon was, wenn Berlin in der Bundesliga ist. Dadurch schaut, weil man sagen, schon Deutschland auf Berlin. Denn der Sport spielt ja heute in der Politik doch eine große Rolle. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Es ist schade und traurig, dass die hier drüben, auf der anderen Seite von der Mauer, den ganzen Sport mit in die Politik reinziehen. An der Spitze steht da in der Beziehung die DDR. Man sollte nicht auf die andere Seite gucken, da drüben, wo Politik und Fußball doch als Weltanschauung gelten. Hier ist schon genug, dass alles ums Kapital geht, ums Geld geht. Wenn wir Weltmeister werden, dann sind wir Millionäre. Das dürfte man nicht sagen. Das ist wieder Futter für den Osten. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Eine Mannschaft braucht eine Motivation. Man muss einfach ein feines Freundschaftsbild schaffen. DDR-Deutschland, warum nicht? Das sind, ist im Laufe der Jahre sind das zwei verschiedene Staaten geworden. Fußball wird insofern politisch, wenn eine Nation vertreten ist. Da steht ja praktisch die Mannschaft stellvertretend fürs ganze Volk. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann schlägt eben das Herz für die Nationalmannschaft. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Geschäft, Politik, Show, hängt ja alles zusammen. Nachdem sich der Bundeskanzler auf einem Fußballplatz hat sehen lassen, um vielleicht wieder von seiner abgewirtschafteten Popularität etwas zu gewinnen. Sport auf Sportplatz, Sport, Sport. Nur Sport, rein Sport. Keine Politik, nichts dabei. Ich meine, es ist gut, wir sind geteilt, das sollte nicht Sport sein. Politik müsste Politik bleiben und Sport müsste Sport bleiben. Der eine ist bei der CDU, der andere SPD und wie gesagt, wir sind aber beim Sport, nein. Ich interessiere mich nicht für Politik, nur für Fußball. Fußball ist Fußball, der war ein Sport. Sport ist Sport und Politik ist Politik. Sport ist Sport und Politik ist Politik. Politik soll man raus sagen aus dem Sport. Sport, Sport und nochmal Sport. Politik kommt hier nicht in Frage. Sport soll man mit Politik schön zufrieden lassen. Gar nicht davon reden, überhaupt das Wort Politik bei Fußball. Sport ist wirklich zum Teil noch so ein bisschen heile Welt und so. Fußball ist ja Vergnügen und Politik ist ernst, ne? Jeder kann machen, was er will. Aber Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Sonst nichts. Fußball ist Fußball. Fußball ist Sport. Fußball ist Sport. Politik ist Politik. Fußball ist Fußball. Politik ist Politik. Politik ist Politik. Und hier eine Bitte an unsere Zuschauer. Wir bitten Sie auch heute, Ihre Mannschaften lautstark, jedoch zu unterstützen. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Wir müssten doch eigentlich ein bisschen fair bleiben. Ne? Man muss den Gegner respektieren. Fair, das ist immer unser Spiel. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Fußball soll meiner Meinung nach ein Spiel sein, an dem man sich erfreuen kann. Wenn es von beiden Seiten fair geführt wird, dann macht es auch Spaß hinzugehen. Solange das Fußballspiel als solches fair bleibt, da kann es auch ruhig hart sein, aber es soll fair bleiben. Fairness muss ja sein, sonst wird ja das Spiel ausatmen. Wieder mit dem Bayern packt, haut den Knüppel auf den Sack. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Tritt ich zurück. Einer Dinge, Tänzer, zieh ihm die Birne auf. Wenn es um den eigenen Vorteil geht, dann wird Fairness meistens hinten angestellt. Es gibt faire Spiele. Fußball, da wird gekämpft, da wird gespielt und da ist es immer fair bei. Liebe Fußballfreunde, heute geht es für beide Mannschaften um eine Vorentscheidung. Für Spannung und Einsatz auf dem Spielfeld ist daher gesorgt. Sie alle werden Ihre Elf gerade heute anfeuern. Aber tun Sie es bitte nur mit Ihren Stimmen und nicht mit Flaschen, Büchsen oder Knallkörpern. Die Mannschaft anfeuert. 10 Mann auf einen losgehen mit Ketten und so, ne? Dann ist das natürlich scheiße. Absolut. Mit Ketten haben sie mich verhauen, alles. Ich habe selber genug auf den Arsch, weil gekriegt aus. Heute muss man ja Angst und Bange haben, um einen fremden Platz zu gehen, damit man nicht dahinter mit kaputten Knochen nach Hause kommt. Wir wollen ein Fußballspiel sehen und nicht den Krankenwagen laufen, wegfahren sehen, der beide von beiden Seiten die Zusammengeschlagenen wegfährt. Viele Jugendliche aus Sensation, die wollen hier weiter leben, also Klopperei. Spannung und Einsatz. Deshalb gehe ich alleine heute schon wieder auf die Bühne, weil ich Angst habe, dass ich zwischen die Zuschauer stehen muss, ja, wenn es heute wieder Halligalli gibt. Da, ja. Manchmal ganz schier, ganz schön Krawalle hier. Heute bin ich von Düsseldorf rübergefahren, um mal tatsächlich so den Tumult zu beobachten, mehr oder weniger. Die hier nur böses Blut treiben, also
die sollen besser zu Hause bleiben. Das sind Schläger und Rowdies. Sowas gehört nicht auf dem Fußballplatz. Die Rabauken, die sollen mal zu Hause bleiben. Wenn Jugendliche sich prügeln mit Fahnen und so weiter, ist ja ein ganz verschwindend kleiner Anteil. Und das ist der Mob, der sogenannte Mob, den Sie bei Demonstrationen auch sehen. Die Jugendlichen sind einfach noch nicht, werden noch nicht voll anerkannt, ne? Und da machen sich irgendwie zusammen und beim Fußballspiel gibt es nichts Besseres, als wie da mal einen Ringelbeats aufzuziehen. Der Mob, der dann auf dem Fußballplatz auch Mützen kühlt. Die Jugendlichen müssen sich ja irgendwie abreagieren. Einmal im Monat muss man sich ja mal austoben können, oder zweimal im Monat, ne? Dann geht man zum Stadion, man kann sich abreagieren. Der Mensch muss doch irgendwann mal abführen, das kann man. Meines Erachtens, ein bisschen Fußball im Stadion. Da kann man sich mal richtig sehr herzhaft rausschreien. Ne? Und dann kann man mal richtig herzhaft losbrüllen. Kann ich hier mal so richtig brüllen? Ne, und zu Hause kann ich mich ja nicht abreagieren. Hier kann ich brüllen. Mal losschreien und so. Fußball ist ein Ablassen. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Im Betrieb kann man nicht sagen, was man will, für die Vorgesetzten und so. Und dann im Fußball, da reißt man die Schnauze auf. Das Publikum, das eben gerade bei solchen vollbesetzten Häusern unwahrscheinlich mitgeht und seine Aggression eben unwahrscheinlich abreagiert an diesem Spiel. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Am Arbeitsfeld oder woanders haben sie keine Chance, ihre Aggression abzuliefern. Das sind sie untergeordnet und müssen sich einfügen, das Betriebe. Gehst du zum Fußball, da reißt die Schnauze auf, den Betrieb kannst du nicht machen. Also. Vielleicht im Beruf oder so haben sie vielleicht wenig zu sagen. Und hier wollen sie sich dann eben austoben irgendwie. Nicht? Irgendwie explodieren sie denn nicht. Irgendwie muss es raus, nicht? Fußball ist ein Ablassen. Irgendwie muss es raus, nicht? In unserer heutigen Leistungsgesellschaft brauchen die Menschen ein Ventil des Abreagierens. Für viele ist es sicherlich ein Ventil. Die können hier mal herzenslos losbölken, losschreien. Das können sie zu Hause oder im Betrieb überhaupt nicht. Und dann im Fußball, da reißt man die Schnauze auf. Irgendwie muss es raus, nicht? Wenn ich auf den Fußballplatz gehe, dann muss er echt der Laden brechend voll sein, so wie heute. Hat auch mal jeder, der Funke hier vom Spielverlauf vom Publikum überspringt, da hat man hier echt in der Ekstase geht und ein bisschen rumschreit. Ja, Westkurve, da ist immer mal los. Hat er schon richtig einen Hunger, wenn man die Leute auflaufen sieht. Hier, man muss selbst dabei sein, am Ball, immer am Ball. Fußball ist ein Ablassen. Am Ball, immer am Ball. Ich fühle mich dann unheimlich frei, wenn ich auf dem Fußballplatz bin. Ich fühle mich dann unheimlich frei. Also dann denke ich an nichts anderes mehr, ich fühle mich dann unheimlich ganz frei. Fußballplatz, nichts unheimlich anderes, frei. Ganz unheimlich frei. Anders. Ganz frei. Unheimlich frei. Ganz frei. Man legt die anderen Probleme beiseite und man fühlt sich am Sportplatz irgendwie lockerer. Irgendwie lockerer. Irgendwie lockerer. Irgendwie lockerer. Also ich auf dem Fußballplatz, vergesse Arbeiten, alles drum und dran, da gibt es nur eins, das ist der Fußball. Von des Wochen Mühe und Last reagiere ich mich am Samstag am Fußballplatz ab. Ich gehe auf den Sportplatz, weil ich nicht bloß Elend und Not sehen kann. Ich muss gesunde Menschen sehen. Das gibt mir Kraft, wissen Sie? Ich bin nicht bloß Sportler, ich bin auch religiös, aber ich muss gesunde Menschen sehen. Man sieht junge Leute und es ist Überleben, gell? Es ist was dahinter. Der Arbeiter hat da keine schöne Erholung wie durch den Fußball. Der Fußballsport, das ist so was Schönes, wenn der fair durchgeführt wird, als das der schönste Sport, den es gibt. Ich kann mir nicht schöner vorstellen, als wie ein schönes Fußballspiel. Schön und nett, da hat man doch noch heute Fußball an. Fußball ist doch was Feines, oder nicht? Fußball ist ein Ablassen. Der Fußball belebt die Menschen und, wie soll ich sagen, er gibt denen etwas, wo sie ihre Aggressionen ein bisschen ableben können. Ne? Viele haben Entspannung, bei reagieren sich irgendwie ihre aufgestauten Aggressionen der Woche ab. Der Stau wird abgebaut. Das war aber schon seit Ehren so, dass man eben versucht hat, gewisse Aggressionen auch durch den Besuch der Fußballspiele auszuräumen oder einzuschränken, die sonst vielleicht auf einem anderen Gebiet zum Durchbruch gekommen wären. Man sollte sich wohl abreagieren beim Fußball, aber man darf es auch so ernstlich wieder nehmen, dass man sich darum schlägt oder hier mit Messer wirft. Warum ich zum Fußball gehe, um mich endlich mal meiner angestauten Wut abzureagieren. Mich erstmal abzureagieren von dem ganzen Büro, Dingsbums da. Weil ich alt bin und will mal jung halten. Mein Körper ist immer heute noch Sportler. Sport ist bleibe sehr tüchtig. Körperlich sehr tüchtig. Warum ist der Fußball gehen? Möglicherweise ist es das, was man nicht beschreiben kann. Die Liebe zum, nicht nur zum Sport, sondern zu etwas Besonderem, was man im Leben sucht vielleicht. Ich bin Rentner und wenn schön Wetter ist, tue ich das gerne, weil ich zugleich Entspannung habe und ich bin nicht alleine. Jeder Mensch hat das Bestreben, dass er mit dem anderen in Kontakt kommt und dass er sich irgendwo dazugehört. Und heute in der Masseindustrie, also in den großen Betrieben, da gehört man ja nicht mehr dazu. Da fühlen, die Leute fühlen sich nicht mehr so und dann gehen sie in den Verein. Wahrscheinlich braucht jeder Mensch eine Gesellschaft. Das würde er auch machen, wenn er den ganzen Tag daheim hockt, da hätte niemand um sich herum, wo sein Geschäft.
Er braucht halbwegs eine Abwechslung, muss raus mal vom Stress. Der muss hier im Stadion abgebaut werden. Möglicherweise ist es das, was man nicht beschreiben kann. Wir sind mit dem Fußball zufrieden. Wenn wir samstags unseren Sportplatz haben, dann haben wir schon viel dabei. Dann haben wir wieder Entspannung für die ganze Woche. Dann können wir wieder besser arbeiten. Ich gehe hin mit Kumpels und die Atmosphäre im Voraus. Und das alles so drum und dran, mal so ein bisschen Bier trinken und dann natürlich Fußball und Bier. Den Verein, zu dem man steht, siegen sehen. Liebe nicht nur zum Sport, sondern zu etwas Besonderem, was man im Leben sucht vielleicht. Der Ball ist rund. Der wird immer rollen. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Ball ist rund. Ball ist rund. Immer ein Ball. Jeder Ball ist rund. Der Ball ist rund. Dieser Ball, der fliegt, dieser harte Sport, das ermuntert, das macht Spaß. Am Ball. Immer am Ball. Ball, 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 Fußball, 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 Fußball. Das Fußballgeschäft koordiniert sich an sich mit dem Werbegeschäft ganz gut. Und deshalb würde ich sagen, dass Fußball in dem heutigen Finanzsystem überhaupt gar nicht mehr ohne Werbung sich realisieren lässt. Der Sport sollte für sich selbst werben, aber nicht für Coca-Cola oder eine andere Firma. Heute ist es ja hauptsächlich ein Geschäft, ne? Leider. Viele Verbände, Vereine, Fußballbund und was weiß ich, Großindustrielle, wer da alles hintersteht durch die Werbung. Fußball ist überhaupt kein Sportangelegenheit mehr, sondern nur noch Geldsache und... Ich weiß auch nicht, warum ich da hingehe. Beim Fußball war das größte Geschäft der DFB. Fußball ist das Geschäft im Prinzip. Leider. Es fängt an beim Deutschen Fußballbund. Es geht runter bis zu dem Vereinsvorsitzenden bzw. zu den Mäzen. Da guckt der kleine Mann, wie wir sind drüber weg, über das Geschäft. Geschäft wird in der heutigen Zeit beim bezahlten Fußball immer mit drin sein. Ein bisschen Geschäft gehört dabei. Leider. Wenn ich Fußballer wäre, ich würde auch ein bisschen Geschäft machen. Ne? Also das muss dabei sein. Wenn es in dem Stil weitergeht, dann wird die Bundesliga eines Tages sicherlich ein reines Geschäftsunternehmen sein. Ein reines Wirtschaftsunternehmen, Fußballclub, ein Bundesliga-Club. So ein Großverein ist nichts anderes wie ein Industriebetrieb. Den Fußball und die großen Vereine kann man heute mit irgendeinem Konzern vergleichen, die genau wissen, was heute geschäftlich und fördernd sein muss. Man macht einen Finanzplan auf und sagt, das Spiel muss mir pro Schnitt in der Saison 45.000 oder 50.000 Zuschauer bringen. Ich weiß auch nicht, warum ich da hingehe. Man versucht dann immer, irgendwelche Publikumsstars zu kaufen, die mehr Zuschauer bringen. Burgsmüller, den haben wir damals für ein paar Yen 50 verkauft, ne? Und jetzt müssen wir echte Kopeken dafür hinlegen, ne? Um den wieder hierher zu bekommen. Ne? Fußball ist für mich heute nur eine Industrie mit Menschenhandel. Wer das meiste Geld hat, kann bestehen bleiben und der andere nicht. Die Ablösensummen, die sind viel zu hoch, das ist ein Menschenhandel. Ja. Jeder Spieler sollen sie für einen Preis abgeben. Ein Spieler soll so teuer wie möglich seine Fußballbeine verkaufen. Geld wird überall gespielt. 100.000 Mark für einen Spieler geben. Das ist nicht drin. Bayern zum Beispiel verlangt für Beckenbauer 1 Million. Ja, das sind Unsummen. Es braucht ja kein Profi oder kein Nationalspieler gleich Millionär werden. Als Millionär auf den Rasen laufen. Im Moment ist alles aufs Geld bezogen, heute gespannt. Wird der Sinn vom Sport eigentlich ein bisschen verfehlt? Heutzutage ist Sport nur noch eine finanzielle Angelegenheit. Früher haben sie für eine Flasche Bier und Tellererbsensuppe gespielt, nicht? Heute spielt sich das alles wieder in Mark und Pfennig. Für Geld wird überall gespielt, das ist ganz klar. Wenn ich arbeite, verdiene ich mein Geld, spiele ich Fußball, verdiene ich mein Geld. Ein Geld verdienen, ich finde das unfair. Wir dürfen nicht so viel Geld verdienen wie wir. Wir müssen nicht mehr und nicht weniger verdienen als ein Arbeiter. Ein Bundespräsident verdient ungefähr 3.000 Mark, also. Dem steht das ja zu, der macht ja immerhin, der leistet ja was dafür. Wer was leistet, muss bezahlt kriegen, so ist es überall, in der Wirtschaft genauso wie beim Sport. Aber da hat ein Fußballspieler mehr verdient als ein Bundestagspräsident, das finde ich nicht angebracht. Warum sollen die Fußballer kein Geld verdienen, wenn sie Spitze sind, genau wie die Boxer oder Rettfahrer? Es soll keiner meinen, dass wenn einer Fußball spielt, Berufsfußballspieler wird, dass er das Geld geschenkt bekommt. Ich möchte sagen, es muss schon eine Leidenschaft mit vorhanden sein, sowie ein Können. Die Leute müssen sich 12 oder 14 Jahre sehr unter Lebensgefahr, möchte ich was sagen, ihre Haut zum Markt tragen. Viele Leute behaupten, sie verdienen so viel, aber es gibt wohl nicht viele, die genauso viel leisten, kraftmäßig und konditionell, wie die Fußballspieler. Ein Bergmann oder ein Hochofenarbeiter muss auch arbeiten, er wird auch nicht überwertet wie die Fußballer. Wir müssen für unser Geld Samstag, Sonntag schwer arbeiten, für Pfennige, und die bleiben fast stehen auf dem Platz und holen sich das Geld da so rein. Die bauen Paläste, wir zahlen Miete, früher eine 3-Zimmer-Wohnung von 400, 500 Mark, und die bauen Paläste, die spielen 10 Jahre, dann haben die ausgesorgt. Wer gibt ihm nachher, wenn er mit 30 aufhört oder 35 aufhört, wer gibt ihm dann was? Kein Mensch. Da kommen auch nicht die Zuschauer und sagen, hier, hast du mal was? Mit 35 Jahren oder 33 Jahren ist vorbei.
sollen sie ihr Geld kriegen. Ich arbeite den ganzen Tag und verdiene meine 1200 Mark frei. Ja? Ein Fußballspieler, der arbeitet ja am Tag wahrscheinlich nur 3 Stunden Training. Ja? Wenn der 1200 Mark im Monat kriegt, ist das angebracht. Ich hätte mir als Fußballfänger lieber gewünscht, wenn sie so ein kleines Gehalt hätten von 1000, 1500, einen schönen Beruf, hätte es auch gereicht. Wenn Summe von 20 oder 25.000 Mark schon eine Rolle spielen, dann glaube ich, dann setzt auch das Fußballherz aus. Die Löhne steigen, die Minister erhöhen ihre Diäten, auch ohne uns zu fragen. Und dass die Spieler sich so teuer wie möglich bezahlen lassen, wie es nur eben geht, da habe ich sogar Verständnis für. Ich finde es schon unangebracht, dass man überhaupt in der Öffentlichkeit so viel über die Spielergehälter erstens einmal lesen kann, zweitens diskutieren kann. Sie werden nie hören, was der Generaldirektor von Daimler-Benz verdient. Geld verdient im Charakter. Ich bin ja dafür, dass jeder viel Geld verdient. Ich bin ein Sozialist, soll alle gut gehen. Die, wo es bringen, die kriegen das wenigste, nicht? Ich möchte sagen, es sind zu viele da am grünen Tisch, nicht? Gell? Die Gelder da verteilen und für sich zum Teil verwenden, nicht? Geschoben wird immer überall. Wir fängt auf der Rennbahn an und beim Fußball dann auch. Bundesliga-Skandal, den werden wir ja nicht ganz los. Ich bestimmt nicht. Nach dem Skandal glaube ich doch, dass einigermaßen Ordnung im Fußball eingetreten ist. Wir hoffen nur, dass der Fußball nach diesem Skandal endgültig sauber bleibt. Der Fußballsport soll auf der Basis sauber bleiben. Ich hoffe und wünsche, dass der Fußball auch im Geschäft sauber bleibt. Der Fußball ist immer noch rein. So ein bisschen heile Welt und so. Der Fußball ist immer noch rein. Das wird Geld, was der Spieler kriegt. Dafür sollte er auch dementsprechend Leistung bringen. Wenn die Spieler entsprechende Leistung zeigen, dann soll das auch ruhig honoriert werden. Wenn Leistungen gezeigt werden, kommen die Zuschauer auch wieder und sie honorieren es entsprechend. Wenn keine Leistung kommt, kommen auch keine Zuschauer, dann gibt es auch kein Geld. Volles Stadion bringt volle Gehälter. Wer der im Training Leistung bringt, der wird aufgestellt. Wer nichts bringt, wird ausgebeutet. Wer nichts bringt, wird ausgebeutet. Wer nichts bringt, wird ausgebeutet. Die hauptsächliche Motivation ist das Geld. Leider ist es heute so, dass der Fußball zu viel bezahlt wird. Wir haben gespielt, wir bekamen, wenn es ja rum ist, zu Weihnachten einen Anzug, nicht wahr? VfB Leipzig, nicht wahr? Da war alles, ne? Und das war doch genug für uns. Ne? Wir waren Amateure. Zum Beispiel, die viel aus eigener Tasche bezahlen, da würde ich sagen, es ist noch Sport. Liebe Freunde des Sports, die Rückspirale dreht sich wieder. Fußball ist für den, der Idealismus sieht man heute gar nicht mehr. Man sieht nur das Geld, das Materielle. Wir haben früher des Sportes zuliebe als Idealisten Fußball gespielt. Vom Heimgewinn der Glücksspirale haben wir alle etwas. Alle etwas. Fußball soll für alle da sein. So wird besonders der Breitensport unterstützt. Breitensport in Deutschland, den jeder versteht, den jeder beurteilen kann. Breitensport ist deutsche Menschen, Durchschnittsmenschen. Die breite Schicht steht doch zum Fußball. Fußball ist ein Volkssport. Fußball ist halt der Volkssport. Volkssport Nummer 1. Volkssport hin, Volkssport her. Es ist doch mehr Geschäft, Volkssport kann ich da nicht zu sagen. Fußball ist ein Massensport. Eine Belustigung für die Masse. Masse spielt Fußball. Fußball zieht so die Massen an. Und da, wo Masse ist, muss ja eigentlich was los sein, oder nicht? Bei so Spielen, wo es sich um richtig was geht, ist doch allerlei Prominenz fahren. In Deutschland ist Nummer 1 Fußball. Ist eben Sport Nummer 1 in Deutschland. Der Arbeiter hat da keine schöne Erholung wie durch den Fußball. Fußball ist ein Arbeitersport. Die Fußballer, die kommen aus den unteren Schichten. Das ist doch was für Kapitalisten. Sonst könnte der Fußball ja nicht bestehen, nicht nur von der kleinen Masse. Fußball ist etwas für jedermann. Auf dem Sportplatz sind alle gleich. In den letzten Jahren hat es sich so rumgesprochen, dass auch der Mittelstand, auch schon besser gestellte Leute, sich den Fußballsport ansehen. Mehr Geld, weniger Geld. Leute, die finanziell besser dastehen. Die haben kein Interesse, Fußball zu spielen. Die brauchen das nicht. Fußball ist ein Ablassen. Ich nehme an, dass die Hörer 10.000 auch gerne ein Fußballspiel sehen werden. Nicht? Genau wie die kleinen Leute. Der eine hat mehr Geld, der eine hat weniger Geld. Besser gestellte Leute. Kapitalisten. Mittelstand. Selbstständig. Angestellte. Arbeiter. Arbeitersport. Arbeiterstand. Der eine hat mehr Geld, der eine hat weniger Geld. Und wer Golf spielt, ich meine, da können wir uns nicht mehr messen. Wir sind eben Leute aus dem Arbeiterstand. Und darum gehen wir zum Fußball. Wir sind nur einfache Jungs. Und bleiben. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11. 11 Freunde muss man sein, um zu siegen. Karls, Mowgli, Görmoser, Idien, Winkler, Memering, Zapchik, Ese, Bönig, Volkert. Eichel, Kliemann, Trinklein, André, Elzenbein, Körbel, Grabowski, Fußball bedeutet für mich viel. Fußball bedeutet mir an erster Stelle alles. Fußball über alles. Ein und alles. Fußball über alles. Ein und alles. Fußball über alles. Fußball über alles. Ein und alles. Ein und alles. Fußballkönig ist für mich. Fußballkönig ist für mich ist es persönlich alles. Fußball ist mein Leben. Fußball ist meine Leidenschaft. Fußball wird und
wirst und ist und wird immer bleiben so. So geht er denn weiter. Man wird damit groß. So geht er denn weiter. Die Kinder spielen Fußball. Man wird damit groß. Jedes kleine Kind spielt mit dem Ball. Man wird damit groß. So geht er denn weiter. Hauptsächlich gehe ich zu Fußball, weil ich eben schon von klein an so erzogen worden bin von zu Hause. Man wird damit groß. Als Kind schon, ne, interessiert man sich dafür. So geht er denn weiter. Dann geht man eben weiterhin, ne, zum Fußballplatz. Ich bin schon von Kind an auf dem Fußballplatz. Ja, so geht er denn weiter. Das ist die einzige Abwechslung, die wir haben. Vom 8. Lebensjahr an bin ich hier schon in Essen. Geht schon immer zum Fußball. Man wird damit groß. Ich bin jetzt schon 63 Jahre und geht seit ich 18 Jahren. Ich bin ungefähr seit 6 Jahren bei 90% aller Heimspielen dabei. Seit 27 Jahren gehe ich zur Fortuna. Ich bin seit 30 Jahren, 96 Jahren. Schon 50 Jahre gehe ich zum Fußball. Ja, so geht er dem weiter. 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 Fußball ist eben eine Faszination. Fußball ist Massenmedien, ja? Fußball ist ein Massensport. Fußball ist ja der Volkssport. Fußball ist ein Denkspiel. Fußball ist ein Denkspiel. Fußball ist an und für sich Nummer eins. Fußball ist ein Arbeitersport. Fußball ist Männersport. Fußball ist ein Mannschaftssport. Fußball ist letztlich ja auch mit einem Beruf. Fußball ist ja auch ein Beruf. Der Fußballberuf ist verdammt nicht schlecht. Das ist Fußball ist hart. Man darf nicht rauchen. Nicht so lange in den Diskotheken rumhängen, das darfst du auch nicht. Muss auf viel verzichten. Also Fußball in vieler Hinsicht härter als arbeiten. Dieser Einsatz, entbehren, der Sportler muss entbehren, der muss Alkohol, der muss Nikotin, der muss die Frauen entbehren und muss Idealist sein, dass er zu die Hochleistung kommt. Die Spieler sind ja keine Maschine, nicht? Ja? Und man kann nicht immer Höchstleistungen bringen. Also der Sportler ist für mich schwer im Kurs, im Fußball. Fußball hat durch seine technische Vollkommenheit, die er heute erreicht hat, etwas Ästhetisches, etwas, was fasziniert. Die ganze Spannung bei irgendeinem Spielzug, die ganze Spannung und dann so knapp am Tor vorbei, wenn dann alles so aufgeht. Oh, oh. Und das von 30.000, 40.000 gehört, das geht schon innen rein, gell? Oh! Fußball ist doch was Feines, oder nicht? Fußball, da wird gekämpft, da wird gespielt. Dabei sind die immer das Schönste, nicht? Der Weg lohnt sich. Ist man direkt in der Nähe bei, nicht wahr? Also fußballnah ist man bei. Meist vorbei. Unmittelbar dabei. Ich will auch immer hier hingehen, auch ob sie gut spielen oder schlecht spielen. Soll ich 10 Mark oder 15 Mark oder 20 Mark nehmen? Ich bin immer dabei. Dabei sind die immer das Schönste, nicht? Heute das Lokalderby Schalke Essen, da haben sich heute eben alle drauf gefreut. Er will bloß im Ruhrpott der Stärkere sein. Und das will er beweisen eben, im Sport. Wer die besseren Leute hat. Kaiserslautern und Frankfurt war schon immer ein Lokalderby. Ruhrderby. Sind ja Ortsrivalen. Durch die Rivalität und ihre Folgen werden zweifellos auch die Leistungen auf dem Spielfeld gesteigert. Ja, das ist natürlich klar, dass Essen auch manchmal ein Formtief hat und so weiter, aber trotzdem bin ich ein eiserner Fan davon. Wir haben einen Abstieg mitgemacht bei Rot-Weiß, wir haben einen Aufstieg mitgemacht und jetzt wollen wir auch in der Meisterschaft bleiben. Daher bin ich jeden Samstag am Sportplatz. Man identifiziert sich mehr oder weniger mit seiner Mannschaft. Freut sich, wenn sie gut spielt, findet Befriedigung dabei, wenn sie gewinnt gegen den Gegner. Ich bin verheiratet mit der Frankfurter Eintracht. Jeder dieser Zuschauer, die sich mit ihrem Verein identifizieren wollen, dass der Mann in der Nationalelf spielt. Unser Norbert gehört schon lange in der Nationalmannschaft. Der liebe Dieter hat es auch wirklich mal verdient, dass er auch mal rankommt. Die Jugendliche, die identifizieren sich mit den Spielern direkt. Sie sehen in dem Spiel ihrer Mannschaft auch für sich persönlich einen Erfolg. Ein Zuschauer identifiziert sich mit dem Erfolg seines Heimatvereins. Das ist gleichzeitig dann sein Erfolg. Er hängt sich an eine große Masse, ja, er hängt sich an einen populären Sport und er versucht eben sein Versager da sein zu überspielen. Geil, mein Arsch, den kann ich! Man ist Anhänger von einem Verein. Vereinsleben, die Kameradschaft da drin. MSV ist mein Verein. Verein finde ich gut. Und selbst mit drin. Ich gehe zum Verein, weil ich im Verein drin bin. Bei uns wird ja alles zum Verein gemacht. Deutsch ist ja der absolute Vereinsmeier. Für den Verein nun tritt ich sehr ein. Ich muss für den Verein stehen, ob er oben oder unten steht. Da muss ich für den Verein halten. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass der Verein gesund bleibt. Es ist ja in Deutschland traditionsbedingt, gell? So ein Vereinsleben wie in Deutschland gibt es ja wahrscheinlich nirgendwo anders auf der Welt. Also wo die Leute wirklich so für ihren Verein leben und sterben. Dieses besonders Deutsche sich verklicken wollen, glaube ich, kommt hier zum Ausdruck. Wie eine große Familie. Eine Mannschaft, große Familie. Ein Trainer muss alles sein. Er muss sein sozusagen guter Familienvater, so in etwa. Das Auto muss ja darstellen. Der Trainer als solcher, der muss praktisch ein Vater sein. Zu ihren Söhnen. Gerade bei Mannschaftsspiel Fußball erscheint es mir aus eigener Erfahrung besonders wichtig, dass dort ein Mann den Ton angibt, wobei ich dahingestellt sein lassen will, ob das der Trainer, ob das der technische Direktor oder der Präsident ist. Grund verschiedenen Leuten eine Mannschaft zu formen hat. Der Trainer ist ja mit der tragende Pol der Mannschaft. Der Kopf einer jeden Mannschaft. Der Trainer gehört zu der Mannschaft. Der Trainer muss die Mannschaft einstellen und fit machen. Der Trainer hat die Aufgabe, eine Mannschaft
Mannschaft optimal einzustellen, auf ein Spiel, auf ein Gegner, wie sie spielen sollen. Der Trainer soll in erster Linie Psychologe sein und kein Dompteur. So ein Trainer, wenn der kein Psychologe ist, das ist kein guter Trainer. Oder der sich der Mannschaft mit anpasst, beziehungsweise die Mannschaft dem Trainer anpasst, das ist schon klasse. Da muss schon alles hundertprozentig stimmen, nicht? Zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Der Trainer muss die Autorität haben. Er ordnet an und die Spieler haben sie gehorchen. Wenn die Mannschaft merkt, dass sie mit ihrem Trainer machen können, was sie wollen, dann geht auch die Mannschaftsmoral flöten und werden Spiele verloren. Er ordnet an und die Spieler haben sie gehorchen. Vor allen Dingen müssen die Spieler wissen, dass der Trainer ihr Vorgesetzter ist. Und dass sie sich den Anordnungen des Trainers fügen. Er ordnet an und die Spieler haben sie gehorcht. Genau wie wir mit Arbeitgeber auskommen müssen, so müssen die Spieler mit dem Trainer, mit dem Verein auskommen. Der Trainer muss schon etwas Respektperson sein. Aber auch eine Kameradschaft in die Mannschaft bringen. Ne? Erster Linie die Autorität. Trotz allem, es kann Kameradschaft werden. Findet sich bei einem anerkannten Trainer dann von selbst. Gehorsam muss da sein. Mannschaft, gell? Aber autoritär, so wie man es beim Kommis ist, ist nicht das Richtige. Absolute Gehorsam, das ist natürlich Quatsch. Es gibt ja keinen besseren Trainer für mich, wie der Herberger gewesen ist. Einfach und schlicht. Der Schein ist zu wild arrogant. Der Trainer ist ja ein Halbgott in der Bundesliga. Ein Trainer muss ein Mann sein, der seine Leute beherrscht. Ich hoffe, dass ein schönes Spiel wird. Leute will halt gut spielen. Ja. Ich möchte nur sehr schöne Spiele sehen. Schönes Spiel will ich sehen. Aber also, sehen schönes Spiel. Spielen! Und spielen! Spielen, Männer! Auch zum Spiel schauen! Angreifen, angreifen! Was los nach vorne! Olli, nach vorne zu! Nach vorne! Vor! Ohne! Ein Spiel um zu gewinnen. Der Bessere soll gewinnen. Der Bessere soll gewinnen. Der Bessere soll gewinnen. Der Bessere gewinnt. Der Beste gewinnt. Die bessere Mannschaft soll gewinnen. Der Beste gewinnt. Noch fortkämpfen vorne. Kipa, los! Ja los, Fengi! Nummer 5, Femke, los! Kommt los, kommt los! Olli, komm nach vorne rein! Weiter, Mensch! Alter, weiter! Weiter, Bell! Weiter! Weiter! Was ist jetzt? Schnell jetzt! Weiter! Hacki, mach mal! Komm, Helmut! Weiter geht's! Auf den Parachieberpack! Zack, zack, zack! Dickes, wir kommen! Dickes, wir kommen! Es geht! Ole! Ole! Umschalten! Bleib hier! Spiel mit! Bleib da! Geh! Mach Dribbling! Olli, alleine! Allein! Allein bist du jetzt! Geht jetzt allein! Alleine, schön, ruhig! Ruhe am Ball, Ruhe! Gerd! Ruhe! Ruhe, Gerd! Ruhe! 3-0, 2-1. Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf. 3-1 für Schalke. 2-1 für Schalke. Der andere gewinnt auf jeden Fall. 2-1 für Schalke. Einwandfrei für Schalke. Alter, was bitte? Der HSV war heute super klasse. Fortuna war clever. Verdient der Sieg von Schalke. Schalke hat verdient gewonnen. Warum bin ich enttäuscht? Der Vollstrecker, der fehlt bei uns. Da fehlt ein Kopf im Mittelfeld, der den Sturm führen kann. Die ganze Sturmreihe, die war einmalig. Bei uns im VfL fehlen drei gute Spitzen. Gute Spitzen sucht heute jeder Verein. Ne? Die wachsen ja auch nicht an Bäumen. Wir haben gestört, aber die schießen da Tore. Tore ist das Pfeffermann Fußball. Orgasmus habe ich dabei, wenn die Tore fahren. Keine vernünftigen Torschüsse, überhaupt nichts. Würde ich sagen, nur gewurschtelt auf beiden Seiten. Nach der ersten Halbzeit wird normalerweise schon 3-0 stehen müssen. Unentschieden, gerecht ist eigentlich. Der Ergebnis ist zurecht. Das war ein ganz klares Abseits. Anders Schiedsrichter, wer hat anders ausgegangen? Jedes Spiel ist anders. Das Spiel bleibt Spiel. Möglicherweise ist es das, was man nicht beschreiben kann. Jedes Spiel ist anders. Jeder Ball ist rund. Fußball ist für jedermann. Liebe nicht nur zum Sport, sondern zu etwas Besonderem, was man im Leben sucht vielleicht. Jedes Spiel ist anders. Jeder Ball ist rund. Ja, so geht er dem Ball.